Hallihallo und herzlich. Ich hab die Uni. Hallihallo und herzlich willkommen. Du kannst schon. Wir haben es schon wieder still. Ich stehle dir nix. Toto, tell me I still something. I do not still. Der Jaden ist übrigens nicht zufrieden mit meiner Art und Weise, wie ich Striche mache. Das ist nicht richtig. Weil er hat die ersten beiden Striche gemacht auf dem Zettel, dann habe ich den dritten rechts daneben gemacht, quasi in Schreibweise weiter. Den vierten habe ich links neben den ersten in der Jaden gemacht. Und er so, wieso machst du sich in der Reihenfolge? Der ist viel länger als alle anderen. Mach eine neue Mechanik. Und dann habe ich einen Bogen oben rundherum gemacht und einen Bogen unten rundherum, damit ich ihn so richtig aus... Möchtest du das bitte vorlesen? Testball, wundersame Reise des Sternenballs. Starballs. Balls. Starballs. Like Balls in Space? Balls like in Space. Spaceballs. Like Spaceballs. Balls. Oh! Badum, bum, 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 wird aber nicht von einem Juden produziert. Was? Mel Brooks ist Jude? Nein, würde mir gar nicht drauf kommen, oder? Von dem schaue ich mal keine Filme mehr an. Heißt. Was soll denn das heißen? Ich dreckiger Antisemit. Ja, aber wirklich. Die Bewegung ist super. Okay, kenn alles. So geil. Ja, I know. I know, thank you. Ich weiß. Nun, Erfahrung ist der beste Lehrmeister. Das ist jetzt quasi Mario Golf. Ach, es ist so geil. Ah, du musst es immer nach oben halten. Ah, das ist natürlich super. Okay, das ist natürlich how it works. Das ist ja cool. Das ist eine schöne Mechanik, awesome. Ich muss ganz ehrlich sagen. Vor allem, wie du das machst. Ja, sie haben schon wirklich versucht, die Remote ordentlich einzubringen. Ne? Ja, dann müssen sie ja in ihrem eigenen Spiel. Als ob du es wirklich balancieren müsstest. Das ist schön gemacht. Und es ist auch so responsive, wie es sich anfühlt. Na, es ist schon sehr wabbelig, aber nicht zu wabbelig. Also es ist. Ja, es ist so wie es halt sein muss. Es darf nicht zu genau sein. Ja, genau. Es darf auch nicht zu squishy sein. Was bringen uns die großen Fragezeichenmünzen? Da kommen immer irgendwelche Specials raus, wie zum Beispiel extra Starbits oder so. Und I'm just a greedy fucker. Like that. Oh. So, I'm gonna take him. Fuck. Scheiß Hügel. Da war er zu greedy. Da war ich viel zu greedy. Das hätte ich nie machen sollen. In dem Moment, wo ich draufgerollt bin, habe ich gewusst, es ist keine gute Idee. No putbacks. No good. No good. Is no good, Alter. Pion. Mira das jetzt einfach nicht noch einmal schön macht. Oh, ich mach's eh schön, keine Sorge. Ja, aber du hast nicht alle Münzen. Ja, ich brauche nicht alle Münzen. Warum nicht? Können wir uns irgendwas Nettes um diese Münzen kaufen oder sind die einfach nur da? Oh, da hätte es fast wieder gemacht. Dieser doofe Jaden. Ich Dummkopf, ich. Oder mach's nicht zu. Willst du, dass ich einen Herzinfarkt krieg wegen dir? Das ist ganz der Plan, ehrlich. Ja. Okay, dann musst du aber einen anderen Co-Host suchen. Okay. Und du ist wirst nicht so gut. Du wirst niemals. Das ist nicht so gut, ich gehe so selten raus. Du wirst. Na, erstens mal, dass du niemals einen anderen finden wirst. Und das andere ist, du wirst niemals jemanden anderen finden, der dich aushält. Ach so, ja, stimmt, das kommt ja auch noch dazu. Es ist nicht jemand, der lustig sein muss, sondern er muss dich auch aushalten über Dauer. Oh, und deine Allure. Was hat er gemacht, echte? Oh yeah. Wirklich, wirklich. Hole into. Power on. Pion. Und jetzt ist er kaputt. Oh yeah. Ein Fahnenmast. Ich dürfen schon wieder das falsche Symbol raufklettern. Warum immer so laut, echt, wirklich, Jaden? Das ist so anstrengend. Ich bin vom Mikrofon weg. Ja, sieht man am Ausschlag. Ja. Also quasi das Mikro im Mund.
Ich krieg meinen Mund nicht mehr ganz rundherum. Nicht mehr ganz rundherum? Nicht mal, habe ich gesagt. Du hast echt was auf den Ohren, das fällt mir in den letzten Tagen schon nein, auf. Nein, das... Das fällt mir jetzt schon sehr negativ auf. Ich krieg's auch nicht, das scheitern. Gut, dass wir genau wissen, wessen Mikrofon wessen ist und das niemals sich auswechseln. Fuck, jetzt habe ich eine Kiefersperre. Ich bin nicht gut im Dicksacken, habe ich gerade bemerkt. Nicht, wenn es so ein praller Dick ist, ne? Na, das ist das Mindeste, was ich im Mund nehmen müsste. Oder dürfte. Sollte. Wenn ich dick sacken würde, dann wäre das so ein Prachtexemplar. Wenn überhaupt, weißt du? Na, ganz ehrlich, ich mag nicht so kleine, so, weißt du? Sowas zum Reinhängen? Naja, weißt du, diese Dicks, die du überall am Straßenrand findest, das möchte ich einfach. 0815P. Genau, 0815 Dick möchte ich nicht sacken. Wenn, dann möchte ich so diesen richtig, diesen. Wenn er sich entblößt, dann hat er einfach so eine wallende Mähne, einen Schnurrbart. Eine wallende Mähne! Urmuskulös, weißt du? So, hat der Penis eine wallende Mähne? Okay, gut. Buschige Augenbrauen hat er. Okay, gut. Na, das war nur wichtig für mich, dass ich das auch feststelle. Noch. Es ist wichtig für dich. Wieso ist das wichtig für dich? Ja. Which kind of penis I would suck? If I would suck penis. If I would suck dick. I don't know. Nein, ich meine, das muss man sich ja mal. Ich meine, ganz ehrlich, das ist wichtig. Man muss immer für sich klarstellen, wenn es zu irgendeiner Situation kommt, wie man in dieser Situation verfahren würde. Verhalten sollte, genau. Ja. Falls ich jemals dick sacken würde, und ich weiß nicht, ob es irgendwann passiert, dann muss ich für mich festlegen, was für ein Dick das sein müsste, damit das passieren könnte. Herzlich willkommen zu Couchnooks. Nein, das hat nichts. Bei Dicksack-Allüren, bitte wählen Sie die 555 Brock, sagt Ihren Dick. Nein, das ich verstehe überhaupt nicht. Ich verstehe das vollkommen, ja? Ja, das ist so wie. Ich keine Ahnung. Schau. Wenn ich mal einen neuen PC kaufe, was müsste drin haben? Sowas ähnliches. Für dich zählt auch nur die Größe, gell? Also ich weiß nicht, ich nehme auch an Mini-PC, aber da musst du halt dann die Leistung bringen. Ja, schau. Ist überhaupt keine Sex-Reference. Schau, einen solchen Weg gehen, ja? Dann muss ich sagen, muss er nicht, weiß ich, wie massiv oder so sein. Ich meine, es ist sicherlich kein Negativpunkt. Schön sein, oder? Es ist sicherlich kein Negativpunkt oder so. Aber ich denke, er muss schön sein. Ich meine, ich kann es nicht hundertprozentig sagen, aber er muss schon ästhetisch pleasing sein, ne? So wie dein eigener oder was? Zum Beispiel. Ich finde das Thema gerade super. Ja, warum nicht auch? Ich meine, Shazane. Wir sind nur einmal jung. YOLO! YOLO! Wenn die YOLO-Kultur sich so entwickelt hätte, dann hätten wir heute andere Nachwuchs. You only suck once. Also die Kultur sackt dauernd und durch, ja. Also that's about the point, ja. Was ist das für ein Ding? Soll es eine Spinne sein? Ja. Oh, what the fuck, der Reichtum der Welt. Das sind nur Pilze. Ach Gott, diese dummen Toads. Wer braucht Toads? Ich wirklich? Muss die Toads da raushauen, damit das Toad-Flaggschiff kommt. Das ist ein Toad-Flaggschiff? Ja. Nein, siehst du das nicht? Nein, das ist ein Typ mit einer Lampe drauf. Das ist Captain Toad mit seinem Toad-Schiff. Captain Toad. Na, 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 na. Mighty Balls of Steel. Wer hat Mighty Balls of Steel? Captain Toad? What the fuck? Was ist das? Wir müssen diese kleinen Sternteile finden und die kombinieren sich dann zu einem großen Stern. Ah. I see where it is going. Das ist aber cool. Und überhaupt nicht verwirrend. Also nicht verwirrend, sondern überhaupt nicht stressentdüpsing. Ja, das ist ja, die fliegen ja nicht weg, solange du drauf bist, oder? Ja, nein, aber es fühlt sich extrem strange an, wenn sie immer weg und hin und weg und hin. Ja, das ist so wie in Bastion, also in Bastion. Ja. Ich weiß nie, wie ich das richtig ausspreche, dass die Leute wissen, was ich meine. Bastion, Alter. Auf jeden Fall. Bastion, Bastion. Nein, das Spiel ist super. Das ist genauso wie, wie heißt das andere Spiel? Transistor. Ja. Transistor ist auch so. Ah, Transistor geil. Ist awesome, ja. Allein die Kampfmechanik. Ja. Wenn du die nicht nutzt, bist du sowas von tot. Ja, gut, dann brauchst du Spiel spielen. Ja. Duck, 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 duck. Nein, aber. Sag mal, sag mal, sag mal.
Ja, jetzt, wo du wieder aufs Dicksacken zugehst. Jetzt, wo du sagst. Ich wollte es gerade überhaupt nicht ansprechen. Okay. Aber schreibt uns in die Kommentare, was für Dicks ihr sacken würdet. Und das nächste Mal bei Couchnups. Oder schon habt. Wer weiß. Wir wollen nicht, dass ihr euch jetzt gezwungenermaßen outet, dass ihr Dicksacker seid. Unabhängig vom Geschlecht. Ist ja nichts Schlimmes dran. Eh nicht, aber wir wollen ja niemanden dazu zwingen, dass er sich jetzt da outet. Schabernack-Kometen. Das nächste Mal bei Couchnups gibt Schabernack-Kometen. Schau mal, wa? In Verbindung mit Penis ist das überhaupt nicht zweideutig. Was, welch ein Schabernack wir hier treiben mit unseren Penen. Zwei an der Zahl. Du auf der Couch. In Binär wäre das 1-0.